Okay. Läuft schon, ne? Okay. Ah, Mann. Livestreaming. Einfach cold reinspringen. Das ist immer das Beste. Only fire can cleanse the darkness in this place. Like the ones I was fed. Is this real? Moin, Sonny. Hi, grüß dich. Hab irgendwie gerade noch, bin noch halb so am was anderen denken. Sorry, ja. Egal. Grüß dich, hi. Oh Mann. Also das ist ganz der Anfang übrigens, für die, die es interessiert oder auch nicht interessiert, whatever. Shameful. Our father has granted you a path to salvation. And yet, you stray from it at every opportunity. You drink and gamble. You covet and steal. Shameful. Shameful. Vani, it's me. I brought your child into this world. Ich habe extra nachgeschaut, das ist eine Jungfreigabe von 16, ja. The light. So. Sorry. Ja, also Diablo.
ist ja so ein heißes Ding, da gibt viele Leute, die sich beaufregen und so weiter und so fort, aber für mich ist es ein bisschen seit Diablo 1 eigentlich immer so ein Kindheitsding und ja, ich kann jeden verstehen, dass es wirklich ich hätte das gedacht, dass die nochmal ein gutes Diablo machen. Daher, und ich hab's jetzt quasi, ja, bekommen, geschenkt bekommen, netterweise, von, hab Spaß damit und jetzt muss ich mir fragen. Ich dachte mir so, okay, kannst du ein bisschen livestreamen, hast du die Zeit heute? Und ich wollte das ja eh ein bisschen öfters machen. Daher ist die Zeit natürlich total ungünstig und total spontan, das hab ich nicht angekündigt. Ich wollte auch einfach nur schauen, wie es technisch funktioniert und ob es funktioniert. Aber es ist immer halt noch was anderes, als wenn du, also wenn du was live machst. Aber ich würde gerne wieder mehr gern live machen einfach. Es ist zwar aufwendig, also nicht aufwendig, ja, aber halt anders aufwendig. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht dann vielleicht die Livestreams irgendwie dann vielleicht doch lieber auf Twitch oder eher auf Twitch mache oder so. Ah, da muss man sich das erstmal anschauen. Das ist sicher. Also ich habe einfach mit den Einstellungen gesagt, ja, ich habe schon mit Diablo, ich weiß, was ich ein bisschen schwierig und so. Also ich werde wahrscheinlich ah, sorry. Auf der Suche nach Antworten. Thank you.
konnte aus der konnte sich aus der Falle befreien, kam aber nicht weit. Weil diese Kreatur gejagt hat, um uns zu sehen. Das wird doch wohl nicht der edle Mut gewesen sein. Stufe 5. Is anyone here? To join me for supper. I'm bloody hungry. That's quite the story. I wish it wasn't true, but it is. Why did I have that vision? Thank those friendly villagers. They gave you the blood of Lilith. The blood of a demon? Not just any demon. The daughter of hatred. The mother of sanctuary. She was banished ages ago. But this world is her creation. It was prophesied she would come back. What does she want? That's the question. Sanctuary has always been trapped amid the eternal conflict. A war between angels and demons. But Lilith serves neither side. She has her own plans for us. And me. Am I corrupted? Not sure yet. But you two share a connection. Das gedacht. What will you do about it? Use it. Find out what she's after. Good. Then we're in this together. Rest while you can. Then we'll start in Kyovashad. If we can't stop Lilith, we'll all be damned. Okay, jetzt schauen wir in die Party. Okay.
Sorry übrigens für das Geschneuze und Geschniefe so ein bisschen. Ich bin einfach immer noch. Grasallergie. I'd love to see all this. The angel in Arius. I'm sure you've heard the Cathedral of Light babbling about their holy father. Well, he's real. An angel walks among us. And when he learns that Lilith is here, blood will flow. They are ancient enemies. They'll drag the whole damn world into their feud unless we can stop it. Let's not linger. Kyovashad lies just ahead. Also ich finde die Präsentation generell die ganze Grafik von dem Spiel. Kann man mal ins Inventar schauen, was wir so haben. Also schön übrigens, dass ihr dabei seid, so spontan, um diese Uhrzeit. Paul, to enter the kann ich aber das city, überhaupt we have no time for this. Ist eher so ein Probelaufen technischer. Also wie gesagt, schön, dass ihr dabei seid, freut mich wirklich. To enter Kyovashad, you must perform a cleansing ritual. Meaningless gesture, but some people take comfort in it. How dare you? Just let him through, lad. I've tried for years to get Lorath to do the ritual. Fine, but this one stays. I'll meet you inside. Take a piece of holy cedar wood from the shrine and inscribe it with the sin which troubles you. Then cast it into the brazier. As the fire okay, burns kann man sich the wood, aussuchen. So too will the light burn away your sin. Oder ohne unleserliches Gekritzel. Weil es zum Monat passt, immer meine Pride. Good. You must feel as though a great weight has been lifted from you. Ja. Welcome to Kyovashad. Besser jetzt. Hier ein tolles Gefühl. Ich frage mich, ob das irgendeine Auswirkung hat, was man da verbrennt. Das ist einfach komplett wurscht. So, what did you write on a little piece of wood? Aha. Something about hubris or pride, perhaps. Well, it matters little, I suppose. I'm off to the dry steps in search of that pale man from your vision. I must know what part he plays in all this. But first, I need you to retrieve something of mine while I finish my negotiations. A merchant in the center of the city has it. Just tell him I sent you. Oder war die Wüste bei Diablo 2? Cracked hooves, sway back, cloudy eyes. This poor thing is practically crowbait. With what you're paying, you're lucky she has four legs. Weiter rauszoomen fände ich schon ganz cool. Dann ist wahrscheinlich so das Gefühl von, dass der Action nicht mehr so da, wenn du so weit rausgezoomt bist, dass du so einen gesamten Überblick hast. Was ist passiert? Das Kopf
Biomgift, Schwefel, Galgenrebe, Ziegenherz, Knochenstaub oder eine Fiole vom Blut des Subjekts. Okay. Gibt bestimmt jetzt wieder welche, die sagen, ah, Impfung. Precious stones to catch the light. Come and see. Bliss, may the light keep you. So, das ist die Situation. Fountain of oil on my hand, that mixed 17 so far. Ihr könnt anziehen, verdienen wir verschiedene Aktivitäten und ganz gut hier. Achso, der kann das. Game apart, nice. Ich wollte eigentlich nur, dass der das Zeug abholt. Also, der kann quasi Items zerlegen. Ah, so the old man's finally decided to buy it back. Knowing him, he didn't mention coin, did he? If he wants his weapon, you will need to pay. Wait! The old man sold me this too. Said he didn't need it anymore, but I think he'd want it back all the same. No charge. Apologies. He also gave me this amulet. What is it? The mark of the Haradrim. An ancient order of scholars and mages, sworn to protect sanctuary from demons. These days, we are few in number. There is another Haradrim, Donnan. His breadth of knowledge about demons is equal only to his hubris. Sounds like he could help us. You should seek him out in Skosglen. Skosglas? But don't forget about the cathedral. They'll be expecting you, and they might prove to be useful allies too. You're not coming with me? I'm going to the dry steps to find out who that pale man is. Join me when you can, just be careful. Your ties to Lilith, the visions you see. You are the key to finding her and stopping whatever she has planned. Sometimes, our paths in life are set to collide. We just don't know it. Whether it is by accident or fate's hand, there is nothing we can do about it. The wanderer lost in the storm, fed the blood of Lilith, saved by a lone monk. Different lives and incidents drawn together. By what? Destiny? Or some greater power pulling the strings? I did not know. But at the time, I thought I had the chance to protect humanity from the daughter of hatred. The Wanderer's connection to her gave me hope. Imagine that. Kurz raus springen, wo ist denn meine Cam? Eigentlich ein bisschen kleiner und mal woanders hin. Weil das ist ein bisschen lästig so. So, jetzt hat. Orte auf der Karte Tab mit. Blättern. Alt neu. Gekaufte Gegenstände, gekaufte Rüstung, Waffen, alle Kosmetik.
Freitier, kosmetische Gegenstände. Freitier befindet sich im Stall. Kauft Emote, finden sich im Stall. Also, das ist der Hinweis auf den existierenden In-Game-Shop. Yes, well, Bozan has yet to return from delivering our tithing demands to Menistad. Perhaps you could sweep the roads and see what's taking him so long. The cathedral must receive its dues. I find it's ganz cool, dass du, wenn du ansprichst, die quasi so die Kamera dann so zu denen so hinfährt und dann die da ihren Dialog halten und dann geht's so interessant so. Ich glaube, das dauert nervt, aber... Events jetzt sind. Sportlich. Ich habe gar keine Bonus gegeben. Oh.
Hi, grüß dich, servus. Ja, ich hoffe, dass es gut ist. Also, ich hab. Zeit halt, geht das nicht im Spiel. Ich hoffe mal. Auf jeden Fall habe ich es jetzt quasi installiert, das Game, und schaue es mir an. Also, hey, das wäre nochmal ein cooler Anlass. Aber am Abend. Test dafür. Zu schauen, ob ich noch einiges verstehe, wie die andere funktioniert. Derzeit nicht. Zuletzt Resurrection habe ich zuletzt gespielt. Ah, da läuft ein anderer Spieler. An arrangement I made went awry, and I was extorted by the ruffian Laskus. He's camped somewhere near the pass to the northwest. Return the gem. Alter, was ist er denn für einer? Was ist Taurus, Stufe 50. I saw eyes in the darkness of the forest before I reached down. Glowing eyes. I've never been Danke so für den Hinweis. Das sagt mir wieder keiner. Muss ich kurz gucken. Warte mal. Okay. Dann hoffe ich, dass es so besser ist. Von der Lautstärke her. Danke, danke auf jeden Fall für den Hinweis. Genau für sowas mache ich das jetzt. Zu laut. Cool. So. Also man kann das ja hier irgendwie auspegeln. Hat halt immer was mit der Distanz zu tun und so, aber. Gut. Ich bemühe mich. Ich hab schon lange keinen Stream mehr gemacht, ehrlich gesagt. Hoppala. So, okay. Also man hat hier quasi die Aufteilung, diese Questgebiete, richtig? Schätze von Menestad. Straße nach Menestad, nach Bosan. Mhm, cool. Jetzt bin ich hörbar. Das ist ja schon mal... Das ist ja schon mal ein positiver Effekt. Moin. Ja, auf jeden Fall. Ich hab Diablo 4, also eigentlich sollte man ja Blizzard nicht mehr unterstützen und den ihr Ingame-Shop, das ist ja wirklich eine Frechheit, aber ja, es ist fucking Diablo. Was soll man tun? Okay. Ja. Zehn Forderungen. Okay. Das war's schon, oder was? Okay, ja dann. Die Ziege konnte nichts dafür, es tut mir leid. Gigi wurde getötet vom Marodeur des Eisclans. Schade, Gigi. Ist ja lustig, diese Open World. Kannst du sogar sehen, wer von welchen Viechern gelegt wird. Hibu, moin. Grüß dich. So, was ist das hier? Er hält aus, mein Material zu wiederverwerten. Na, cool. Besseres Loot.
Und nicht angezogen, wie so ein richtiger Noob. Jetzt muss ich wieder da raus. Du bist Level 50, okay, krass. Ja, also ich habe mir nur den Shop vorher mal angeschaut und du kannst ja wirklich die Umrechnung machen, ungefähr 100 von diesen Gems oder wie sie heißen, sind ungefähr 1 Euro. Und dann denke ich mir dann teilweise, wenn du dann so Skinsets siehst, zum Beispiel für einen Totenbeschwörer oder sowas, die dann einfach mal, ja, also umgerechnet fast 25 Euro kosten, denke ich mir so, boah, das ist für ein Vollpreisspiel schon eine Hypothek, ehrlich gesagt. Also ich meine, klar, du musst dir keine Skins kaufen und so weiter und so fort und das ist ja auch alles richtig, aber ich finde es, also es ist schon harte Monetarisierung da drin. Und dann auch noch mit diesen Battle Passes und sowas, die sie haben, also da wird die Zukunft zeigen, ob das wirklich unterstützenswert gewesen ist oder nicht. Aber man darf halt solange man, also wenn man selber sich, also wenn man spielt, dann darf man auch halt jetzt nicht irgendwie einen auf groß Moralapostel fahren, einfach aus dem Grund, weil du bist ja Teil des Problems, sobald du es unterstützt. Ja, das ist so ein Artillerie-Ding. Interessant. Ach, sieh an. Ach, ach, jetzt machen wir das. Ach, cool, jetzt können wir das zu zweit machen. Ah, das war ein World Event, was ich vorher allein gemacht habe. Ah, interessant. Ja. Wenn ich schon hier alle ablenke, dann könnte doch der andere wenigstens da mal ein bisschen. Hier ein bisschen klar Schiff machen. Okay. Joa. Wow. Uhuhu. Das war mal ein Knockdown. Haha. Ja, gab's was Gelbes. Ach so, okay, du hast quasi. Hast quasi die Pre-Order-Geschichte gehabt. Okay. Ja, also, aber Shibu, ich verstehe das. Also, hätte ich jetzt. Ich sag's ganz ehrlich, hätte ich dafür jetzt bezahlen müssen, dann hätte ich es mir auch überlegt. Aber dadurch, dass meine Gattin mir etwas Gutes tun wollte und sich selbst scheinbar was Schlechtes. der Einwegdiplomat. Grüß dich! So, warte mal. Jetzt, hier, muss mal gucken. Ich hätte mal gern irgendwas, wo meine Dings besser werden, meine Skelette. Das ist ein Angriff, das ist ein Angriff, das ist ein Angriff. Leichenexplosion. Bord. Sehr gut. Ja, aber die Frage ist natürlich dadurch, dass Blizzard das über sein Battle.net ja sehr reglementiert und halt auch da wirklich die Daumen drauf hat, ist halt die Frage, wie schnell wird das Ding günstiger werden? Hast du halt nicht den Vorteil, den du bei Steam hast, dass du einfach am Release-Tag in eine Keybörse gehst und da irgendwie dir mega viel Geld sparen kannst mit einem Knopfdruck? Ist jetzt halt auch nicht so. Aber es wird sicherlich mal günstiger werden. Wobei, wenn man sich überlegt, Resurrection. Also das Diablo 2, das war das Remake, war es nicht, aber quasi so ein Remaster.
da muss man schon sagen, also das ist ja selbst ein halbes Jahr später noch teuer gewesen. Ja, ich habe sehr viel Diablo 3 gespielt. Ich habe sehr viel Diablo 2 gespielt. Ich habe, als ich jünger war, sage ich mal, auch ganz viel Diablo 1 gespielt, aber da natürlich jetzt nicht so. Ich glaube, ich habe es nie durchgespielt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was muss ich machen? Wahl verbessern. Hallo. Okay, das war's nicht. Ah, hier. Jubeln. Ah, das war's. Discern, moin. Ja, also wie gehabt, ich finde, also selbst für das Basisspiel, was sie da aufrufen, 70 Euro sind es, glaube ich, beim PC allein, das ist schon, also schon eine Hausnummer und da geht es ja erst los. Also ich habe irgendwie gestern auf der PS5, da ist auch Days of Play oder sowas und da habe ich dann nur gesehen, da ging es irgendwie, da haben sie dann irgendwie Preisdecker von 109 Euro oder so, also dafür so 109 Euro für ein Spiel, also dafür, also ich weiß nicht. Das ist fast ein Wocheneinkauf. Das ist schon viel Geld. Eigentlich ist es zu viel Geld, wenn man mal ehrlich ist. Gerade in den Zeiten, wo man eh nur wenig das Glück hat, es wirklich zusammenzuhalten. Und dann hast du da das. Und dann hast du solche Preisschilder da mal dran kleben. Das ist schon ein bisschen unverschämt. Is this the one from the West? Yes, Reverend Mother. Did Lorath not accompany you? He sent me on without him. Putting faith in that old man was a mistake. What could possibly be of greater import? Lilith. So, you know. We have received word from one of our knights of a demon sighting in Vale Valley. The description matches too closely to the sighting in Neves. If you would travel to Yelesna and take stock of events there, you would have the gratitude of the Cathedral of Light. I had thought to send Lorath, but... Again, he fails in his duty. With or without Lorath, the will of Inarius shall be done. Here, take the knight's report before you go. Reverend Mother, I received a report of potential demon sighting. Horned woman. Horned woman. Okay. Performed routine inspection. Nothing yet. Sent in priest and escort of knights. Naja, ich habe noch nicht, aber wir können das ja mal machen. Das geht wirklich in-game einfach Shop. Sie schauen uns einfach in den Shop. Okay, was sehen wir da? Also hier gibt es dieses für dich empfohlen. Da werden hier so Rüstungssets empfohlen, ne? Also hier zum Beispiel Abtrünniger der Tribune, das Heer des Chaos, Ältestensymbologie, was ist das denn? Gespensterwirt. Ich meine, es sieht schon cool aus, ne? Kann man nichts sagen. Und dann wird es hier nochmal auf Klassen runtergedreht. Ja, sieht schon ganz nett aus, ne? So ist es ja nicht. Und das ist jetzt, soweit ich es verstehe, ist das jetzt einfach nur eine Rückentrophäe, ein Emote und ein Grabstein. Also dein Grabstein sieht dann so aus. So. Und das kannst du dir mit, also das sind keine Gems, sondern mit Platin kannst du dir das kaufen. Hier, das ist das Platin. Und, also ihr seht schon, das kannst du relativ leicht umrechnen. Also das ist hier 1,99 auf 200. Also das ist mein Bild im Weg. Dann machen wir es hier 4,99 auf 500. Das heißt also 5 Euro 500 Platin. Das heißt also im Endeffekt 1 Euro für 100 Platin.
Summa summarum, ich meine, dann gehen da irgendwann mal die Rechenbeispiele los, die wollen euch natürlich auch dazu bringen, mehr Geld auszugeben, das heißt, da hast du dann immer diese Best-Offer-Deals, so nach dem Motto, hey, hier hast du jetzt noch 300 Platin dazu, hier kriegst du 700, 1500 Platin, wenn du 100 Euro investierst, dann kriegst du 11.500 Platin. Ich meine, 100 Euro für ein Spiel, wo man mindestens 70 Euro geblecht hat, ist halt schon eine Ansage, ne? Und dafür kannst du dir dann halt hier auf die Digital Deluxe Edition zum Beispiel upgraden oder hier irgendwie so ein Pre-Order-Viech noch kriegen. Und ja, und dann hast und was bringst du dir? Dann kannst du hier zum Beispiel dein Pferd zu so einem gepanzerten Einhorn machen. Ich meine, es sieht schon irgendwie cool aus, aber ehrlich gesagt, das kostet 16 Euro. Ne? Pferderüstung, 16 Euro. Das darf man jetzt auch nicht. Oder das hier. 8 Euro. Schaut es euch an, ist das 8 Euro wert? Für ein Spiel, wo man mindestens 70 Euro bezahlt, um es überhaupt spielen zu können. 25 Euro. Für das hier. Ich meine, ja, cool und so, aber... Sorry, aber ehrlich gesagt... Also, hätten sie es gesagt, so ein Ding, 5 Euro. Ich habe gesagt, ja, okay, cool. Aber 25 Euro, es ist halt einfach, ja, es ist drüber, es ist viel zu viel. Also klar kann man jetzt argumentieren, ja, heutzutage haben diese Ingame-Shops diese Preise und alles und bla und Inflation und was auch immer, aber trotzdem, das ist, die meisten Ingame-Shops, die solche Preise aufrufen, sind Free-to-Play-Games. Find ich jetzt selber echt wirklich hochgradig drüber, aber gut. Bei Diablo Immortal war es ja das Schlimmere mit diesen Edelsteinen, dass du dann quasi eigentlich zwanghaft diese Edelsteine kaufen musstest, um in irgendeiner Form dann am Schluss noch spielen zu können. Es ist, glaube ich, jetzt hier nicht so. Also es gibt jetzt auch nicht irgendwie so, dass du sagst, oh, Truhenplätze oder sowas, die man freischalten muss. Das ist übrigens die größte Frechheit, ne? Wenn du Inventarplätze mit Geld freikaufen musst. Das ist die größte Frechheit, die es jemals im Gaming gab und immer geben wird. Ja, sehe ich jetzt auch, also halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich, dass man mindestens 70 Stunden, also ich habe, weiß nicht, ob das eine komische Rechnung ist, aber ich rechne das für mich immer so, ich sage immer, also für eine Stunde 1 Euro, so, das ist immer so meine Rechnung, wenn es um Spielspaß geht oder ist es ein guter Deal oder ist es ein schlechter Deal und ja, Zukunft wird zeigen, ob das ein ob man 70, also Diablo 3 und Diablo 2 habe ich deutlich mehr als 70 Stunden gespielt, also da würde es dann passen, aber wer weiß. Wo läuft denn der jetzt hin, der blöde Hund? Mann. Bleib stehen. Ja, ich schaufel mir hier gerade mein eigenes Grab. Okay. Wow. Ah, gute alte Leichenexplosion. Ah, da kommen schon nostalgische Gefühle hoch, wenn du eine ganze Arena einfach mal kurz in die Luft fliegen lässt. Das ist schon cool. Ah, gutes altes Diablo. Richard, danke für die netten Worte. Freut mich sehr. Ja, klar. Schreib mir einfach eine E-Mail. Einwegdiplomat, gerne. Also kontakt@heywolfi.de ist meine E-Mail-Adresse. Einfach schreiben. Ich bemühe mich zu antworten und möglichst kompetent. Okay. Hier war doch jetzt gerade noch so ein anderer Hansel rumgesprungen. Wo ist denn der jetzt hin? Der hat sich jetzt schon wieder abgesetzt, oder? Der hat jetzt nur den Schatztruhen-Goblin da gejagt. Was, Alap?
Das ist das. Schwarzes Asylum. Asylum. Gibt's glaube ich nicht auf Deutsch, oder? Asylum. Ist kein deutscher Begriff. Also wenn es einer ist, dann kenne ich ihn nicht. Sekunde. Ah ja. Wenn die Leute Videos von irgendwelchen Kampfchats fliegen über deinen Kampf und sagen, jetzt ist Krieg. Und die Leute einfach nicht mal Nachrichten schauen oder Nachrichten lesen, dass aktuell einfach eine Militärübung der NATO ist. Das Internet hat uns alle ein bisschen dümmer gemacht, oder? Manche mehr als andere. Hi Maker, ganz einfach. Ich habe aktuell Zeit und, also ich hätte noch ein, zwei Sachen, also ich bin gerade zwischen zwei Vollzeitbeschäftigungen, sage ich mal, und dementsprechend freelance ich jetzt derzeit einfach nur. Und das heißt, ich teile mir meine Zeit an, wie ich will, und war mit einer Sache fertig und hatte keinen Bock auf die andere und dachte mir so, hey, du willst doch jetzt abends eh öfter streamen und ein bisschen mehr Talk machen und so weiter und so fort und einfach ein bisschen mehr, ja, nicht nur diese asymmetrische Kommunikation einfach haben. Und dementsprechend, hey, gleichzeitig hast du Diablo 4 von deiner Frau bekommen. Also, könntest du das nicht kombinieren? Und jetzt ist das mehr so ein Testlauf, zu schauen, ob ich es technisch hinbekomme und moralisch. Raketenclub, moin. Hallo. Guten Mittag, ne? Guten Mittag, meine Güte. Ist das ein Leben? Hartz IV in der Tag gehört dir, ich sag's euch. Heilen sich die Skelette, wenn ich sowas mache? Nee. Okay. Diese Tür ist verriegelt. Aha. Ja, das stimmt. Das stimmt. Stimmt, oder? Moin ist so das nordische Servus, gell? Servus sagst du ja auch immer. Also es ist sowohl ich weiß nicht, sagst du Servus auch zu sagst du Moin auch zur Verabschiedung, nee, oder? Was sagst du denn zur Verabschiedung im Norden? Das weiß ich jetzt, also ich könnte es rausfinden, aber so spontan weiß ich das jetzt gerade gar nicht. Sagt man da auch Moin? Nee, oder? Keine Ahnung. Ciao, Kakao. okay. Homeoffice seit 3 Jahren. Also ehrlich gesagt, ich finde ja Homeoffice echt mega gut. Also ich bin großer Homeoffice-Fan und ehrlich gesagt, also wenn man sich überlegt, dass es heutzutage noch Stellen gibt, die gar kein Homeoffice anbieten, dann denke ich mir immer so, boah, ist eigentlich echt uninteressant oder unattraktiv, weil... Weiß nicht, also vielleicht liegt es an mir mit meinen zwei kleinen Kindern und mit Familie und Zeug und Klump und mit Ehrenämtern und so, aber ich denke mir immer so, ich schaffe mehr in weniger Zeit, bin weniger genervt und bin mehr bei meinen Kindern im Homeoffice, als ich es jemals wäre im Büro. Klar, ab und zu ins Büro gehen ist nett und sowas, aber das ist dann eher so ein Ding, dass du nicht ins Büro gehst zum Arbeiten. Wenn man überlegt, damals war meine Zeit noch in der Zeitung, da war ich in einem Großraumbüro gesessen mit 30 anderen Leuten, die alle telefoniert haben und gemacht und getan, und das war eine Lautstärke. Da hast du schauen müssen, wo du deine Produktivität findest. Also das war echt gar nicht so easy. Achso, jetzt muss ich mal ganz kurz Chat lesen hier, sorry. Also da die Geschichte mit dem, oh Gott, mit diesen Aussprachen immer, mit dem Dnipro-Damm da, ja, finde ich auch voll krass. Also da werden ja aktuell auch richtig krasse
Propaganda-Werkzeuge wieder hochgefahren, so nach dem Motto, ja, schaut her, was die Ukraine jetzt da wieder den Leuten antut und so weiter. Ich meine, das ist genau wie mit der Geschichte mit Nord Stream auch. Solange man es nicht weiß, kann es schon auch stimmen und so. Muss man natürlich im Zweifel auch für den Angeklagten aber auch sein und da dann sagen, Also rein logisch hätte Russland bessere Gründe als die Ukraine, diesen Damm zu sprengen. Weil die Ukraine ist ja jetzt aktuell auf dem Vormarsch, wenn man der Sache glauben darf. Und damit mit der Sprengung dieses Damms würden sich ja selbst ihre Rückzugsgebiete Angriffsgebiete versauen und ihre Vormarschwege versauen und würden. Und das Einzige, was sie tun, ist, ihre eigenen Städte zu fluten, die sie selbst kontrollieren. Also. Und als Propagandamittel hat es die Ukraine nicht nötig. Von daher denke ich jetzt schon, dass das einfach so eine Übersprungsrückzugshandlung gewesen ist der Russen. So nach dem Motto, die haben ja wenig Kontrolle über das, was ihre Truppen da wirklich tun auch. Aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung von mir. Ja. Und bum, 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 bum. Ah, Leichenexplosion. Oh, die vier sind aber krass. So, ja, viel Erfolg weiterhin. Okay, Sekunde. Ja, Mobile Office, also wie gesagt, Home Office, Mobile Office, bla bla, es hat ja viele Namen, aber im Endeffekt heißt es nichts anderes, als du darfst, also bei meinem alten Arbeitgeber war es so, da hieß es, du darfst überall in Europa arbeiten und wenn du morgen in Spanien am Strand sitzt, ist es uns auch wurscht. So, also das fand ich ganz cool, das ist eine coole Regelung, sollte heutzutage eigentlich auch Standard sein. Um was geht's bei Diablo? Also Diablo ist jetzt ja schon eine sehr, sehr alte Gaming-Reihe, die quasi so ein bisschen das Hack-and-Slash-Genre der Rollenspiele auch auf den PC oder in die Gaming-Systeme gebracht hat. Und im Endeffekt geht's darum, dass du halt in jedem Teil eigentlich immer der oder die Ausgewählte bist, die Welt vor dem unendlichen Bösen retten musste. Und du hast halt immer diese Draufsicht, du rennst durch die Weltkarte, klickst Viecher kaputt, drückst Zahlen, Buchstaben, Tasten, um Skills auszulösen, dann machst großes Bumm und dann explodiert alles und Hauptmotivation ist halt dieses, was man hier mit den Items, ne, also immer besser werden, bessere Items finden, sich weiterentwickeln, stärkere Gegner killen können und so weiter und so fort, um dann halt wieder bessere Items zu kriegen, um stärkere Gegner, also es ist im Endeffekt eine Loot-Spirale. So. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das ist mit der, also steuerlich, also ich habe zumindest bei mir steuerlich, weil ich ja eben nebenberuflich viel mache im Büro und sowas, ist es bei mir eh das Büro steuerlich versorgt, würde ich jetzt mal sagen. Muss ich meinen Steuerberater mal fragen, ob das auch so stimmt. Aber ja, daher habe ich das immer halt mitgenutzt. Also ich habe auch sehr viel meiner eigenen Hardware und Technik und sowas immer meinen Arbeitgebern zur Verfügung gestellt, die quasi mir zwar dann vielleicht ein MacBook oder sowas hingestellt haben, aber ich habe dann immer gesagt, boah, will ich eigentlich nicht und also will nicht mit einem Mac arbeiten. Habe dann mein eigenes Zeug benutzt und also habe halt eben dann auch den Verschleiß und sowas selber getragen, aber also ich war bis jetzt immer im Homeoffice ein sehr, sehr günstiger Arbeitnehmer, sage ich mal, was das angeht. Und jetzt nochmal ganz zurück, also ja, aktuell gehen die Bilder aus der Ukraine durch die Welt, dass eben dieser große Süßwasserstausee da vom Dnieper offensichtlich, also das kannst du jetzt kaum noch abstreiten, also die Bilder von diesen Flutwellen sind schon, gibt's ja schon, also in irgendeiner Form zerstört wurde, ob da jetzt die russische Armee eine Sprengung vorgenommen hat, ob da die Ukrainer irgendwie ein Artilleriegeschoss falsch auf die Reise geschickt haben oder was auch immer, ist natürlich komplett unklar, ne? Weiß man jetzt nicht. Aber es ist zumindest so, dass das ein riesiger Frischwasserreservoir ist, was sogar zu den größten der Welt gehört, soweit ich das verstehe. Und dementsprechend durchaus eine große Relevanz hat. Und wenn das Ding natürlich, also wenn du so einen großen Stausee einfach zerstörst, dann
ist halt immer schwierig, ne? Und hat halt immer unvorhersehbare Konsequenzen für die Menschen in der Region. Gerade wenn du sagst, naja, wenn da jetzt ein Dorf ist, wo was mit direkt in dieser Einfallschneise vom Wasser ist, dann hast du halt einfach die Sintflute. Und das ist halt einfach immer Kacke. Und ich fürchte halt, dass, also, ich fürchte halt, dass es humanitär auch über den Krieg hinaus sicherlich das auch Probleme machen wird, aber kurzfristig muss man natürlich sagen, damit versorgt man halt auch, also die Krim versorgt sich dadurch mit Frischwasser. Und wenn du das Ding zerstörst, dann hat natürlich auch die Krim keine Frischwasserversorgung. Und das für die Menschen auf der Krim bedeutet, dass sie halt jetzt kein Wasser haben oder bald kein Wasser mehr haben werden oder jetzt erstmal zu viel Wasser haben und dann kein Wasser mehr. Ihr versteht, was ich meine. Du darfst gerne einen Link posten, ich kann dir noch nicht versprechen, ob YouTube das den stehen lassen wird. Ja, ja. Apropos Zensur von YouTube, ne? Ich finde das immer wieder geil, wenn Leute schreiben, oh, du löscht meine Kommentare, bla bla, dir gefällt wohl nicht, was ich zu sagen habe und immer das, direkt dieses, ja, ich bin hier das absolute Opfer und werde hier von dir irgendwie, also meine Meinung wird von dir irgendwie unterdrückt und ich lese das immer dann Stunden später, war gar nicht irgendwie, also hab den Kommentar nicht mal gesehen, so nach dem Motto und denke mir immer so, ja, okay, ist recht. Aua. Ja, genau. Also wenn YouTube das frisst, dann poste die ID. Das ist eine gute Idee. So, was ist denn hier jetzt? Also es sind viele, viele eintönig aussehende Gänge. Artillerieschrein. Oha. Okay. Der Schrein ist ganz cool. Gibt's schlimmere Schreine? Nice. Aber ich finde es immer krass, wenn also die Herausforderungen in irgendeiner Form, wenn du da wirklich den Anspruch hast, das irgendwie neutral und ich sag mal, grob journalistisch irgendwie diesen Ukraine-Krieg abzudecken. Also, das ist, weiß ich nicht, ob man das überhaupt kann, weil, also ich denke mir immer so, also ich hab's ja auch hin und wieder thematisiert, nur ganz am Rande, ne, und da muss man ja auch sagen, also, wenn du da diese Bilder siehst und die Geschichten liest teilweise und sowas, da jetzt muss man sich halt die Frage stellen, kannst du da noch neutral sein? Oder machst du dich nicht immer irgendwo, also ziehst du dir dann nicht irgendwo das Trikot einer Mannschaft so oder so an, vielleicht auch ohne es zu wollen, weil, also ich für meinen Teil, ich mach da keinen Hehl draus, also ich wünsche der russischen Armee einen möglichst verlustarmen, aber trotzdem demütigende Niederlage in der Ukraine, also. Oh wow, was ist das denn? Ah, das ist so eine Herausforderungstruhe. Okay, gibt's die auch wieder.
Ah, Leichenexplosion. Schau euch das an! dieses Spiel. Also es macht schon Spaß. Kann man nicht anders sagen. Guten. Nee, aber wirklich, also ich glaube nicht, dass man es schafft, in irgendeiner Form eine Neutralität herzustellen, was das angeht. Das ist einfach, also ich wüsste nicht, wie es gehen soll, ehrlich gesagt, weil gerade wenn man Leute kennt, die irgendwie aus der Ukraine geflohen sind oder sowas, das ist, dann ist halt spätestens dann da auch, bist du einfach in einem Team, dann bist du halt einfach da an Bord und er sagt, und man darf ja trotzdem sagen, hey, trotzdem hat er die Ukraine auch vor diesem Krieg massive Probleme gehabt und war eigentlich ein ziemlich korruptes Dritte Weltland und ist es zum Teil heute auch noch. Und das kannst du trotzdem sagen, ohne dass du irgendwie sagst, hey, ich wünsche der russischen Armee einen baldigen Sieg, Gloria Russland oder sowas. Das ist, ich meine, das ist ja auch immer das, ne? Dieser Extremismus, so dieses, okay, wenn ich jetzt für irgendwas bin, dann muss ich automatisch gegen irgendwas sein. Das ist halt auch im Internet heutzutage echt, also eine ganz komische Situation. Genau wie diese Geschichte mit diesem Stolzmonat, ne? Da ist für ganz viele automatisch so. Ja, also wenn du den Stolzmonat kritisierst, dann bist du automatisch für alles andere auch. Und dann so. Also ich finde auch nicht alles cool, was da stattfindet, gerade in diesem, unter dieser Regenbogenflagge des LGBTQ. Gibt sicherlich auch Dinge, die man da kritisieren muss. Und trotzdem kannst du den Stolzmonat schwierig finden, weil es ein Missbrauch der Flagge ist von Leuten, die sie wirklich aktiv missbrauchen. Ist einfach so. Okay, Maker, du kommst wirklich aus der Ukraine, krass. Also aber schon länger hier, oder? Also eher so gebürtig aus der Ukraine, sondern und nicht so ganz aktuell. Weil kenn da sehr viele Lebensgeschichten aktuell, deswegen frage ich so blöd. Ja. Das Russland geflohen. Also kennen, oder was heißt kennen? Kennen ist immer zu viel gesagt. Ne? Wenn du sagst, ich kenne jemanden, dann impliziert das immer so nach dem Motto, hey, man unterhält sich regelmäßig und man weiß, was in dem seinem Leben abgeht und so. So ist es jetzt nicht. Aber ich habe zumindest auch schon Leute erlebt, auch bei uns, die diese klassischen, meine Mutter würde sagen, Russlanddeutschen, sind die komplett pro-russisch sind, wo du echt sagst, okay, alles klar. Schon auch ein bisschen strange manchmal bei denen dann. Und wenn du die dann so reden hörst, also da muss man es schon aus sich immer ein bisschen an sich halten. Das ist schon krass manchmal. Also gibt solche und solche. Okay, krass.
wenn du sagst, nicht mehr so viel Familie jetzt aktuell, dann meinst du damit, dass die eben, ich hoffe mal sicher, irgendwo anders untergekommen sind oder denen es zumindest gut geht, hoffe ich, weil wär zumindest schon wünschenswert. Okay. Gut, ich meine, das ist immer so ein theoretisches Konstrukt, ne? So dieses, was würdest du jetzt tun, wenn bei dir Krieg wäre? Würdest du bleiben? Würdest du kämpfen? Was auch immer, ne? Und würdest du wirklich aus dem Land fliehen? Ich meine, ich habe auch schon in den letzten 15 Jahren mit so vielen Leuten geredet, die dann meinten, ja, sollte jemals eben die AfD an die Macht kommen oder was auch immer, dann würden sie das Land verlassen und was auch immer. Ich denke mir immer so, das ist immer so leicht dahingesagt, ne? Weil dann wirklich Heimat aufgeben, Menschen aufgeben, Herkunft aufgeben, vielleicht sogar so zu einem gewissen Grad, das ist keine leichte Entscheidung. Und das ist, also alles andere ist easy. Und daher, also ich kann auch jeden verstehen, der da mit hadert zu gehen. Aber es ist natürlich aus einer Warte gesprochen von jemandem, der nicht weiß, wie es ist, dass irgendwie deine Bombe dein Haus zerstört oder dass der Kindergarten von deinen Kindern irgendwie getroffen wird von Raketen. Ich glaube, das hilft bei der Motivation schon nochmal. Keine Ahnung, was diese kleinen Flammen sind, aber ich nehme sie einfach mal mit. Also, rein egoistisch gesprochen müsste man ja fast als Deutscher sagen, wäre ja besser, wenn sie hier bleiben. Wenn man mal schaut, wie es so aktuell auch am Personalmarkt ausschaut und sowas, aber ich verstehe das. Also, dass die Leute sagen, sie wollen zurück, würde ich auch wollen, schätze ich. Hm? Neuer Typ von Skelettkrieger freigeschaltet, was war das jetzt? Buch der Toten. Ah. Ah, ich Depp. Okay. Ah, okay. Jetzt habe ich Skelett-Tanks. Also in dem Buch der Toten kannst du dir aussuchen, was für Skelette du hast. Okay, habe ich komplett verplant. Wo geht's denn? Ah, hier. Okay. Elegant. Wow. Kommt er hoch? Nee. Achso, da kann man rüberspringen dann. Okay, verstehe. Kühli, moin. Okay, geht's nicht weiter? Ah, ich vergesse immer zu skillen.
I will not fall. Ja, von mir aus. Na, wie geht's dir? Bin ich da nicht vorher schon hochgeklettert? Kann das sein? Ich hab so den Eindruck, das war ich hier schon mal. Achso, ich hab ihn einfach zurückgelassen. Ja, das tut mir jetzt irgendwie fast leid. Ich bin einfach weitergelaufen, während hier deine Mission ist, irgendwie verteidigt den Typen. Und er einfach nur so, nein. Wow, was seid denn ihr für Viecher hier? Wow. Ja, holy shit, was ist denn jetzt hier los? Ah, meine ganzen Skelette sind tot. Das erklärt zumindest die Aufmerksamkeit, die ich bekomme. Das freut mich, Kühli. Ja, muss man sich auch mal gönnen, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts, sagt man immer, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt. Sagt immer so, man gönnt sich ja sonst nichts und man gönnt sich schon viel. Aber seht ihr, man kann hier komplett wie so ein Vollassi bei dem Quest einfach den Typen allein lassen und er macht es trotzdem. Ja, das war mal ein Sprung. Upp. Regionsfortschritte. Ah ja. Ach, was es alles gibt. Also, ob ich diese Open World Funktionen von Diablo alle so geil finde, das muss ich nur abwarten. Okay, und da muss ich. Okay. Machen wir das mal voll hier. Ja. Also das sind so die Tanky-Skelette, was ich hier habe. Was wohl die anderen machen? Also, okay. Also das sind die Plankler. Schwertragender Skelettdiener, die 30% mehr Schaden verursachen, aber 15% weniger Leben haben. Schwingt eine mächtige Sense, die über alle 10 Sekunden schweren Schaden verursacht. Okay. Oha. Dann kommt ihr mal mit, schauen wir mal, was ihr könnt. Also die Strecken, die man da teilweise zu bewältigen hat, sind aber schon groß, oder?
da hinten ist das Quest. Also das fühlt sich irgendwie jetzt nicht wirklich, also was heißt nicht wirklich, aber ist nicht so Diablo-like, weil du halt jetzt dieses hast, okay, in welchem Open-World-Areal ist jetzt genau dies und das und das Areal hat das Level und so, das ist, weiß ich jetzt nicht. Okay, ein uralter Siphon. Zellige 5 uralte Siphone. Also die Aufgabe ist wohl, die Viecher hier einfach in der Nähe von diesem Ding zu töten. Ein donnernder Wiedergänger. Ist der jetzt auch gesättigt quasi? Okay. Und dann scheint noch dieser World Boss und dann war es das auch wieder. Oh, ein Level 9 Schwertkämpfer. Jetzt hat er gar keine Chance mit der Boy. Easy. I cannot carry more. Na gut. Und hast du schon überlegt, Kühli, welche Klasse du spielen willst? Oh, ein Schatzgoblin, ein Schatzgoblin. Alter. Jetzt müssen wir wirklich mal vielleicht mal zum Händler gehen und verkaufen. Ah, Gott, mit dir. Ah, Town Portal. Ah, okay. Sehr gut. Richtig ausgestattet. Die Uhr schauen. Okay. Well struck. Ja, wir kaufen jetzt einfach mal den ganzen Kladderadatsch. So, gar nicht lang rumgemacht. Also du hast am Anfang sitzen halt wie beim klassischen Diablo die Charaktere am Lagerfeuer und du suchst dir halt dann einen aus. Also Baba, Totenbeschwörer, Magier, Jäger, glaube ich, gibt's noch. Also halt diese klassischen Archetypen, ne? Also Nahkämpfer, Fernkämpfer, also der Totenbeschwörer, den ich spiele, das ist eher so eine Pet-Klasse. Und ja, also es legt schon fest, wie du
also welche Klasse du spielen wirst. Also so der grobe Spielstil und auch so ein bisschen die Präsentation legst du damit schon fest. Du kannst dich dann noch entscheiden, ob der Charakter männlich oder weiblich sein soll. Kannst ein bisschen das Aussehen anpassen, wobei, also, weiß jetzt nicht, ob das bei so einer, bei der Perspektive von dem Game so krass Auswirkungen hat, wie der Charakter ausschaut, aber man kann sich zumindest da so ein bisschen individualisieren noch, aber am Ende ist es das ja, dass du dich am Anfang eben festlegst und sagst, okay, ich würde gerne einen Zauberer spielen, ich würde gerne jemanden spielen, der mit einer fetten Axt durch die Gegend läuft. Und es gibt dann auch Items, die sind wirklich auch für diese Klassen. Sprich, du kannst dann halt Sachen finden, die du einfach nicht benutzen kannst. Und das ist halt dieser Multiplayer-Aspekt, ne? Du kannst es dann jemand anders geben und sagen, hier, schenke ich dir, oder halt nicht. Oder verklopst das Zeug halt einfach. Skillpunkt verteilen, sonst vergesse ich das wieder. So. Ah, sehr gut. Wie cool ist eigentlich bitte Leichenexplosion? Man muss es einfach lieben. Da ist der Fürst Avitus. Hallo. Burned and tortured. When I died in that forsaken place, it was without the grace of the Lord. Only darkness. No, it is blood. Also, ich habe zwar gelesen, dass die Leichenexplosion letzt von der Beta nochmal krass genervt wurde und sowas, aber die ist trotzdem noch echt. Alle Treffer für gewähren kritischen Schaden, okay. Oha. Na dann. Nicht genügend Animus, um diese Rune zu füllen, okay. Also, ich möchte euch jetzt nicht beeinflussen und so, aber wenn ihr dieses Spiel spielt, oder ihr es vorhabt zu spielen, Totenbeschwörer ist schon ganz lustig. Es ist leicht nichts Besonderes, echt sowas von OP. Oh Mann. Das ist wirklich. Sobald du eine Leiche hast, kannst du einfach den kompletten Raum komplett vernichten.
Also bei so Elite-Gegnern ist es noch ist es nicht ganz so, aber wenn du nur so einen Raum voller Trash-Packer hast, da. Da geht's schon ganz schön. Geht schon ganz schön schnell zu Ende mit denen. Okay, muss in die andere Richtung. Okay. Also, man muss hier quasi Animus sammeln in, bei diesen Animus-Trägern, wie sie heißen. Und wenn ich genug gesammelt habe, dann kann ich diesen Raum da vorne öffnen. Was jetzt möglich sein sollte. Oh, kann ich Leichenexplosion skillen? Nice. Was bringt das andere? Radius der Leichenexplosion erhöht sich. Und was ist das? Leichenexplosion wird zur Dunkelheitsfähigkeit. Anstatt zu explodieren, verstrickt. Na, okay. Okay. Also, mehr Flächenschaden, mehr Giftschaden, mehr Peng. Leader can waste the dead. Also nochmal danke, dass ihr auch reinschaut und reingeschaut habt. Wobei die, die schon wieder gegangen sind, wird das jetzt nicht viel bringen, wenn man mal ehrlich ist. Aber ich wollte eigentlich nur mal schauen, ob ich die Einstellungen noch alle richtig habe und schauen, ob Ton und so passt. Von daher, cool, dass ihr dabei seid. Vielen Dank. Bringt den Blutstein zurück zum Podest. Genau, Video nochmal in 0,25 anschauen, den Livestream. Wie lange geht der? 1,5 Stunden. Hm? Wobei, man müsste mal sich überlegen, ob YouTube immer noch den. Ob da der Algorithmus inzwischen seit nicht schlauer ist als das. Ja, ich hatte das Bild vorher rechts. Das Problem ist nur, dass ich dann über diesen. In diesem Abo-Knopf-Ding da drin war. Aber das ist ein guter Punkt. Warte mal. Kann man ja kurz mal schauen, ob ich das hinbekomme. Meine begrenzten technischen Fähigkeiten. So, oder? Vielleicht so. Jetzt muss ich mal schauen, ob das Fenster passt. Na, live dabei. Mittendrin statt nur dabei. Das ist die Leiche. Kostet die gar nichts, die Leichenexplosion, die kostet nur eine Leiche. Das ist sowas von krass. Weil jedes Mal, wenn du mit dieser Leichenexplosion einen killst, kriegst du ja eine neue Leiche, die du explodieren kannst.
What? Da bin ich gerade in irgendwas reingelaufen, wo man vielleicht ein bisschen Vorsicht walten lassen müsste, schätze ich. Wow. Okay. Boah. Okay, wenn der sich in dich reinportet, dann hast du so einen Vier-Effekt. Okay. Schlichter Zauberstab. Okay, jetzt haben wir einen Blutstein. Was ist jetzt denn? Ade. Alle Treffer sind kritische Treffer. Na gut. Take it. Da ist der Blutbischof. Okay. Okay. Es ist halt sehr nett vom Boss, wenn er immer wieder Leichen herholt. Habe ich schon mal gesagt, dass der Totenbeschwörer echt eine ganz coole Klasse ist? Ihr habt den Aspekt des unerbittlichen Zorns freigeschaltet. Was ist das denn? Ein Totenbeschwörer. Aspekt der Qual. Okay. Also es gibt Essenzen, die man finden kann, mit denen man so quasi seine Charaktere, einzelne Skills passiv und sowas aufbessern kann. Und die findest du quasi in der Open World in diesen Dungeons, schätze ich. Klingt jetzt so, als wüsste ich genau, was ich tue, ne? So. Au. Okay, dann schauen wir mal. Okay. Dark Days Upon Us. Ich sollte mir vielleicht erstmal meine Sachen anschauen, die ich habe. Okay, vielleicht ist langsam doch die Rüstung besser. Ja. Okay. Ich schaue jetzt gerade einfach nur, wo es grün ist und mache da... Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel Ahnung, ob das so ist wie am Anfang von Diablo 3, wo du
die Situation hat es, dass einfach Hauptsache mehr Damage und mehr Wert quasi auf der Waffe ist, umso besser auf der Rüstung, weil du dann automatisch stärker wurdest und mehr Damage gemacht hast. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber das ist in dem Level jetzt auch noch. Ach ja. Sehr, sehr hinfällig. So. Kampagnen reist nach. Was ist das? Eisiges Schicksal. Okay. Ja. Okay. Ja, Stadtportal zurückkehr wird geschlossen. Das ist okay. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt ja zuletzt Diablo 2 Resurrection gespielt. Und da hast du schon einige Komfortfunktionen halt auch einfach nicht, ne? So dieses, ja, du musst dich nicht darum kümmern, dass du immer eine Townscroll, also du musst immer schauen, dass du Townscrolls dabei hast. Du musst immer schauen, dass du irgendwie dein ganzes Inventar vollmüllst mit irgendwelchen Heiltränken. Du musst die ganze Zeit nur am Heiltränke hinterherziehen. Ja, du bist die Hälfte der Zeit nur in deinem Inventar, um irgendwelche Sachen wieder in Form zu ziehen oder richtig hinzuziehen. Und das ist jetzt hier schon, also das hast du einfach mehr Komfort. Das hätte ich mir ehrlich gesagt auch bei Diablo 2 Resurrection gewünscht, dass du da einfach in irgendeiner Form dir dieses Rumgepotte und dieses blöde Inventarmanagement und sowas einfach ein bisschen Spaß, was halt auch einfach nie mehr wirklich zeitgemäß ist. Ist, ja, muss jetzt 6000 Heiltränke kaufen in der Stadt und dann. Schauen wir mal, wie es läuft. Es ist halt. Ach. Wow. Also ich hab's. Ah ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch die Anzeige noch nicht gefunden, wo Deutsche wie viele Skelette man aktuell noch hat. Aber es ist quasi hier unten rechts. Unter der Essenz ist da so eine. 4 Skelettkrieger greifen Gegner in der Nähe an. Und wenn ein Skelettkrieger oder ein Skelett drauf geht, dann wird die Zahl weniger. Ah, da ist einer. Nochmal, dieses Spiel ist updated, ja. Leute, da wird ein Stück gereist. Yes, Glad Magier. So,
So, jetzt muss ich mal schauen. Skelettmagier. Ach so, okay, der beschwört die einfach dazu, wenn er... Ah ja, okay. Kühli, viel Spaß. Ja, ich muss jetzt... In spätestens 10 Minuten würde ich eh jetzt auch aufhören mit dem Stream. Erstmal einfach aus dem Grund, weil ich... dann doch mal wieder produktiv sein muss. Und es tun muss. Sonst habe ich den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen. Sekunde, aber wenn ich jetzt halt die Dings hab, dann kann ich mir ja die Tankskelette holen. Weil ich ja dann Damage-Dealer habe im Sinne von den Skeletten, Skelettmagiern, ne? Ja. Mhm. Ja, ja, ja. Boah. Ging jetzt mehr aus vom Haus, als ich wollte. Pfahlzunge. Und dass Gold automatisch aufgehoben wird, ist übrigens echt ein... Quality of Life Feature, sag ich mal. So, da ist der Hauptmann. Wachmann. Da ist der Schlüssel des Wachmanns. Sehr gut. Oh, und was das? Heldenbewaffnung, seltene Sense. Plus 4 Leben beim Töten eines Gegners. Cool. Zurück, mach noch die Tür auf. Und wenn wir dann dieses Dungeon hier vollbracht haben, dann würde ich euch auch in den Nachmittag entlassen. Großzügig von mir, ne? Ich weiß. So bin ich. Aber wir werden auf jeden Fall die Tage jetzt halt dann eher abends auch mal vernünftig nochmal uns zusammensetzen, ein bisschen streamen, ein bisschen labern.
aktuelle Themen behandeln. Aber ob ihr Bock habt. Und dann auch mit mehr Vorlauf als 2 Minuten Planung. War's das schon? Ja. Ah, Schrein der Verbindung. Ach, krass. Oh, oh. Einfach sagen, also ich habe wenig erwartet von Diablo, aber es ist wirklich ein gutes Spiel geworden. Und ich meine, man kann jetzt darüber argumentieren, ob man so einen hochpreisigen Echtgeldshop bräuchte für ein Vollpreisspiel, aber solange es kosmetische Sachen sind, ja, es ist moralisch jetzt eher schwierig, aber irgendwo zumindest noch irgendwie vertretbar. Wow. Was magt. Sehr gut. Fast liegen gelassen, weil er weiß war. Kriegszimmer des Lichts. Sehr gut. Aua! Nein, der hat meine... Blöder Hund, wortwörtlich. Einfach meine Caster zerstört. Finde ich jetzt echt uncool von ihm. Oha. Ist ja
Ey, unsympathisch, was der hier gerade macht. Wow. Oh oh. Und hier sieht man den kleinen Nachteil vom Todbeschwörer. Du gegen einen sehr starken Gegner kämpfen musst. Wow. Holy shit, was ist das denn? Ah. Ah, killt er mich? Echt krass. Ah. Okay. Es ist nicht unbedingt das Ende, der Schlusspunkt, den ich setzen wollte, aber es ist, wie es ist. Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns die Tage, vielleicht heute Abend sogar schon, sonst morgen Abend oder übermorgen. Bleibt untot. Und am Freitag, wie gehabt, kommt ganz regulär ein Video. Danke fürs Zuschauen, war wirklich schön mit euch. Macht's gut. Ciao. Warte mal kurz.